Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderland 3. Der Spike, der kann nicht 5 Minuten stehen bleiben. Alter, was ist das für ein fettes Vieh hier? Ja, Kali, darfst du stehen bleiben. Ich wurde weggeschleudert. Warum auch immer. Ich schlag dich, weil ich dich mag. Okay. Oder? Ja, können wir ein bisschen leveln, aber muss abklatschen, ja. Brauchen da eh das Level. Ja. Oh, immer schön da drauf schießen, wenn ich da bin. Das Pferd hat nicht genug Fums, um dich auf die zweite Ebene zu bringen. Schieß auf den Regler, um es zu überladen. Schieß auf den Regler, um es zu überladen. LOL! Stoppt, Mann! Da ja, muss man sich auch erstmal alles merken, da auf den Regler schießen und so einen ganzen Krimskrams. Ja. Also, schon sehr umfangreich, diese Geschichte. Oh ja. Ich mach dich mehr als kalt! Halt still! Wally wrong! Don't. Ich glaube, der ist Level 40, oder? Oh, scheiße. Hilft ihn noch nicht. Wo ist der Typ? Komm ich weg. Zurück in den Kampf, Soldat. Sehr nett von dir. Ich lebe. Ah, kann man sich nicht verstecken. Amok! Gibt einer Ding hoch, Andi? Ja, man macht's. Ja. Also haben wir diese scheiß Geballere da an ist, konnte ich irgendwie nicht retten. Oh. Du kommst hier nicht lebend raus! Ey, mal ein bisschen oh. Geballere hier. Oh. Ist ja sonst langweilig hier. Mod. Wow, ich bin schwer beeindruckt. Komm wieder her. Dasselbe habe ich mir auch gerade gedacht. Echt? Was? Warum Duell? Es ist ja wohl unnormal, was da kommt, oder? Warum jetzt ein Duell? Ignorier es doch einfach. Mach doch einfach weiter. Nee, ich und Spike sind in einem Duell. Ja, dann schießt er gegenseitig ab. Jetzt kommen wir mal nur Nahkampf die ganze Zeit machen. Wo sind? Komm zu mir! Wie soll ich denn da hochkommen? Erst auf das Ding. Wo du jetzt drauf stehst, genau. Dann hier. Nochmal springen. Da wollen wir hin, ne, Spike? Eine fette Snipe, ja, mehr oder weniger. Ja, ja. Nee, ich hab nichts, mehr nicht. Dingewehr, voll so schnell wie du abdrücken kannst. Jawohl.
Besser, viel, viel besser. Dann gehen wir wieder was Vernünftiges. Oh, meine Luftreserven. What now? Das war's, wa? Tun wir die eine Mission wiederholen? Ja. Gucken wir mal, ob wir irgendwo so ein lebensrettendes Ding haben. Da sehe ich eins. Muss ich eben hin. Was? Ja, ich brauch Sauerstoff. Ja, ich auch. Wow. Das Ding ist nicht mehr wirklich. Ekelhaft. Ja. Oh, nochmal eins. Da kriegt jemand keine Luft. Ja. Hier ist noch eine blaue Flasche, hier. Sauerstoff, hier ist noch ein Sauerstoffding. Hier ist auch ein Sauerstoffding, wo wir drin stehen. Mir wird sich angezeigt. Ja. Und weiter. Oder zurück. Ja, die Quest haben wir ja abgebrochen. Leuchtet ja wieder. Ich muss wieder anfangen, ne? Dahin laufen, ne? Ja, wir brauchen eh ein Auto, ne? Ja. Richtig. Aber ich glaube, darüber springen kannst du trotzdem mal hier, oder? Da vorne. Ich glaube nicht. Ich probier's. Ja, ich auch. Hopp. Und nein. Schafft man. Ich hab's geschafft. Aber ist ganz spät das zweite Mal Leertaste gedrückt. Ich bin auf die Kante aufgekommen, hab's gerade so geschafft. Ja. Aber gerade so. Oh, das ist schon übel, ne? Geht nicht, gibt's nicht. Genau, geht nur etwas schwer. Ach Gott, die Welt ist nicht zu laufen. Oh. Ich hab gleich keine Energie mehr, keinen Sauerstoff. Oh, Spike. Ich steig ein. Ja, wenn ihr nicht immer gegen einfahren würdet. Wollen wir noch hoch, Kevin? Nee. Steig aus, Kabi. So komm steig ich. Steig aus, Kabi. Ich steig schon aus, chill ich. Der träumt, ne, der Kabi. Nee, es hängt bei mir nach. Ich hab vorher schon die Spike ist vorher nicht mehr schnell gelaufen und ich hatte vor, bei mir ist eine Taste angeblich hängen geblieben oder so und dann habe ich mich im Kreis gedreht. Ja, dann wird's noch Zeit für eine neue Tastatur, würde ich mal sagen. Nee, es liegt nicht an der Tastatur, das sind Bugs. Nein, das hat ja keiner. Wenn was nachhängt, dann liegt es eindeutig an deiner Tastatur, das Tastenklemmen. Spike ist doch vorher auch geschlichen, ohne dass er was gedrückt hat. Der ist nicht mehr schnell gelaufen. Also ich habe das noch keinmal gehabt. Keine Ahnung. Einmal hatte ich das. Waffen, ich hab sie, du brauchst sie. Bis bald. Okay, neuen Granatenmod bekomme ich ab Level 9. Hohe Qualität, niedrige Preise und Munition habe ich eigentlich genug. Was gibt's hier für Waffen? Oh, hier gibt's eine SMG. Für Spike. Fette Schrotflinte. Mann, die kaufe ich doch mal. Eine dicke, fette Schrotflinte habe ich gerade gekriegt. Eine blaue. Jawoll. Ich hasse diese Waffen, die die wegwerfen. Die sind aber gut im Nahkampf. Ein Schuss abgeben und auf den Feind richten. Ja, und dann gehe ich bei und kriege den Schaden mit ab. So, ich nehme die Quest schon mal wieder an. Die startet ja erst, wenn wir das erst abgeben. Die Volksfront von Concordia braucht nach wie vor deine Hilfe. Wir haben noch zu wenig Mitglieder. Drücken, Waffe ausrüsten. Warum hat Donnie einen Haufen Plakate gedruckt? Würdest du sie abholen? Sie sind in unserer geheimen Basis. Andi, hast du deine Feuerwaffe noch? Ja. Gute Dienste leisten. So, ich hol schon mal Auto. Nimm ihn mit, aber nicht mit Granaten, bitte. Mit Maschinengewehr, wenn es geht. Ja. Gut, weil da kann ich mehr dran ausrichten, finde ich, an den Gegnern. Nein, dann lass uns zusammenbleiben.
Yep. Das sollten wir ja wohl packen, oder? Oder sind wir zu doof dafür? Wenn du Plakate von unseren Gegnern siehst, fackel sie ruhig ab. Das ist schon offen, die Tür. Das würde bei den anderen ganz doll Pluspunkte einbringen. Wir sollten uns einen Sauerstoffgenerator für die Basis... Oh, verpiepste Piepse! Ich hab schon wieder die Zeit vergessen! Jeden Moment fängt ein Volksfront-Vorstandsmeeting an und ich hab keinen Bock, dass Karen mich quer durch den Raum schief anguckt, weil ich meinen Teil nicht erledigt habe! Ich geb dir auf deinem Echo, wo die Plakate hin sollen. Beeil dich! Bitte! Ach fuck, da war doch oben eins. Ah, ist ja egal. Machen wir das als Schluss. Machst du das halt als Schluss oder Spike und Cubby fahren da gerade hin. Und kommen dann hierher. Ist ja egal. Ganz ruhig bleiben. Ja. Alles klar, Andi, einfach weiter. Ah ne, das Fahrzeug geht sonst kaputt, stimmt. Wow. Aber Verbindung verloren. Ja. Ausgeflogen. Ja. Versuch wieder reinzukommen, Spike. Alter, hier kann man nichts anfangen. Ich kann nicht nach reingehen. Okay. Hinten auch? Ich kann zum Spiel. Ja, Andi musste gucken, ob er den Port wieder aufmachen kann. Ich geh gucken, Andi, guck mal, ob du die wieder aufmachen kannst. Oder lad mal Spike ein. Ach scheiße, hier muss Andi rein. Ja, ich komme, ist Andi nämlich so ein Explosionsding? Man kann nicht so schwer bewaffnet sein. Achso, doch, ja, hast recht. Hast du Spike eingeladen? Ja, hab ich. Ja, das lädt mal. Da. Nö. Das sieht gut aus, danke. Beeilung, es gibt noch mehr Orte, an denen wir das Feuer der Revolution entzünden wollen. Ja, ja. Nein! Oh! Glück gehabt, ey. Ja, oder? Nein, oder auch nicht. Hier kommen wir nicht mehr raus. Ja, aufsteigen. Tipp zurück, geht weiter. Wir müssen probieren, die anderen zu machen. Wir laufen hier an den letzten da oben. Wir haben kein Fahrzeug mehr. Ja. Hoch, Kabine. Vorsicht, nicht da hingehen. Wir haben es fast geschafft. Ich hatte die Idee zu dem Slogan: Nur Honks essen Talks. Wir lassen Honks T-Shirts drucken. Und folgst du mir noch? Ja, ja, ich bin hinter dir. Ich vergesse nur das Springen, wenn ich ganz ehrlich bin, um mich schneller fortzubewegen. Ja. Hier kommt man nicht lang. Okay, okay, okay. Ein bisschen Sauna hier, ein bisschen Sauerstoff wäre cool. Oder? Okay, haben wir. Okay. Ja, ja, haben wir geschafft, Leute. Puh. Ja, hier oben können wir nochmal was gucken, Anni. Wegen hier Sachen, wenn du was brauchst. Ja. Gib dir die Quest gerade ab. Ja, kann ich machen. Schrotflinte, Schrotflinte. Ich glaube, wir werden gerade beschossen, Kevin. Ne, das sind meine Dinger. Jo, hab ich abgegeben. Oh. Ein Maschinengewehr oder eine Schrotflinte? Aber Stufe 11. 11, Alter, wir hängen voll nach, Leute. Voll nach. Kann das sein, dass wir mit der Hauptquest nachhängen? Das würde ich auch schätzen. Also ich schätze mal, dass wir... im gleichen Gebiet. Ja, das hat ja mit dem gleichen Gebiet nichts zu tun. Wir sollten vielleicht einfach mal ein bisschen die Hauptquest wieder machen, dass wir ein bisschen nachrücken. Aber jetzt sind wir schon mal Level 9 wenigstens. Jetzt kann ich wenigstens schon mal den Granatenmod anlegen. Ja, aber wir sind jetzt in dem Sinne mit den Nebenquests 2 Level hinter. Macht eigentlich einer von euch was in Richtung Heilung? Nö. Ich aber. Okay. Eigentlich müsste ich Laserwaffen tragen. Naja, ich kann extra Laserwaffen skillen.
Nächstes Level der Laserwaffenschaden um 4% gesteigert, ja. Laserwaffenmagazingröße plus 4. Egal, aber ich skill das ja nicht. Gucken, ob ich hier was mit Laser. Ich hab das zum Beispiel in dem mittleren Baum. Ja, mal gucken, was ich hier links an den Heilerbaum habe. Aspis speichert jetzt absorbierten Elementarschaden und kann mehr Elementarschaden speichern, bla bla bla. Apsis. Möglich, die Apsis einen gewissen Anteil des Schadens von den Waffen deiner Freunde zu absorbieren. Hierfür ist Apsis eine Chance, anfliegende Laserstrahlen und Beschüsse zu reflektieren. Ah, ich bin der Meinung, wir machen gleich erstmal ein bisschen die Hauptquest, ne? Weil ich finde, wir haben ja nicht. Jetzt eh dran, oder nicht? Wir haben nichts anderes mehr. Na gut, dann passt es, ey. Auf geht's. Oh, ich sitze gar nicht bei Andi drin. Was? Hier sitzt gar keiner drin. Na, bleib mal stehen. Ja, bin drin. Während der vollen Fahrt eingesprungen, hab mir den Arm ausgerissen. Oh! You got the bridge. Jetzt hier rechts. Oh, Alter! Da kam gerade dieser Popel aus der Erde. Was gibt's da noch? Kleptron. Mit. Alter, wie geil sieht der denn aus? Hier gibt's vielleicht noch was. Ja. Du hast dich als würdig erwiesen und deine Initiation ist fast abgeschlossen. Ich schicke die Position eines anderen Eingangs auf dein Kevin? Ich rede hier mit Kleptron. Okay. Ich hab an der Steuerung rumgefummelt und da hat sich was drin verklemmt. Die Tür geht also gerade nicht, aber du kannst durch die Seitentür rein. Sag denen einfach das Passwort. Oh. Es lautet Arr. Ich warte hier. Ein edler, aber gefährlicher Roboter. Hobby. Allein geheimnisvoll. Ja, du lebst. Weil dann getötet hast. Okay, also das Passwort heißt Arr. Was gibt's da? Alles? Oh, nichts alles. Munition. Der Auto ist kaputt, ne? Richtig. Oh, das ist schon eine Station. Ja gut, es kann natürlich sein, dass sie das noch nicht richtig programmiert haben, dass da noch ein paar Sachen fehlen. Jetzt hatte ich aber das auch, wenn du ins Auto einsteigst, dass es knistert, das Sound, ja, ne? Ja, genau. Ja. Ich drücke, seid ihr schon da? Ja. Ich hoffe, du kennst das Passwort. Ah. Hey, ah. Das Passwort. Du kannst rein. Moment, wo ist der blöde Schalter? Hier. Damit kommst du zu dem geheimen Eingang. Und willkommen bei der Gang. Ich rieche Loot. Okay, lass uns mal reingehen. Eine Munition. Ja, nach unten wieder. Nichts hier oben. Ne. Hier drüben. Aber gut, hochgehen ist trotzdem meistens nicht schlecht, um noch ein bisschen Sauerstoff zu tanken. Was ist hier los, Red? Weiß nicht, Belly, sag du's mir. Das ist kein neuer Rekrut, so viel ist klar. Genau mein Gedanke. Ich schätze, da bleibt nur eines. Dem Tee zu kommen. Ja, nein. Ja, Spike, du hältst ihn mehr so viel aus wie früher. Wo du deine andere Klasse gespielt hast. Du bist halt kein Tank mehr. Ja, was ist denn der? Ja. Hier rein. Okay, was fehlt uns noch? Muss ich eben die Waffe wechseln? Ja, danach wollte ich auch mal gerade gucken.
Level 11 war die. Stimmt, Level 11 war das erst. Was haben wir denn schon? 10 Uhr schon wieder. Leck mich am Arsch. Und wir sagen wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Borderland 3. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, Lowie! Mama.